Hallo Leute, ich bin Alfred Raunga. Trailing Stop. Ah, ich habe schon über Trailing Stop hier in Trailing Weltmeister gesprochen, aber ich will nochmal auf das Thema kommen. Und zwar, das ist dieses Magazin von automatisierten Händlern. Das gibt es leider am Moment nur noch auf Italienisch, aber es wird in der Zukunft vermutlich auch in anderen Sprachen sein. Und hier gibt es einen Artikel von Andrea De Biolo, einer von unseren Mitarbeitern, und der hat über Trailing Stop hier geschrieben. Dieses Artikel ist natürlich gut, weil es mit Zahlen zeigt, was funktioniert und was nicht. Wie gesagt, dieses Magazin finden Sie nicht, aber Sie können, wenn Sie hier die Webseite besuchen, mein Handbuch als PDF total gratis runterladen, erfolgreich traden, so geht's. Das ist, wie ich angefangen habe und wie ich heute hier bin. Es ist interessant und macht auch schon ein bisschen Spaß, dann können Sie das runterladen. Das ist gratis, total gratis, bei der Webseite hier unten. Gut. Und wenn Sie das auch nicht wollen, können Sie immer noch am Kanal abonnieren und nur die Videos sehen. Also abonnieren Sie hier und Sie werden sofort eine Meldung bekommen, wenn es ein neues Video gibt. Zurück zum Magazin und zum Trailing Stop. Wer die anderen Videos gesehen hat, weiß, dass ich nicht so ein besonders guter Fan vom Trailing Stop bin. Das ist die Wahrheit. Ich habe auch erklärt, wieso. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe seit ein paar Wochen zwei Systeme auf Bitcoin live geschaltet. System auf Bitcoin? In einem anderen Video sage ich, ich habe kein System auf Bitcoin. Nee, es ist nicht total wahr. Ich habe seit Monaten ein System auf Bitcoin Futures entwickelt, weil ich die Futures Börsen handle. Und in dem System habe ich zwei unterschiedliche Settings. Setup ist das gleiche, dasselbe, aber ich habe unterschiedliche Settings. Da habe ich also zwei Systeme. Die habe ich wie immer im System auf der Cloud laufen lassen, ohne Live Trading. Ich habe nach Monaten gesehen, dass die immer gut funktioniert haben. Da habe ich entschieden, die Systeme live zu handeln. Sofort Geld verloren, kann ich bestätigen, aber ich werde das wiederholen. Aber wie gesagt, die zwei Systeme waren entwickelt und die waren sehr gut, diese gut längere Trends zu treffen und zu handeln. Aber hatte natürlich auch Schmerzphase, wenn es dieses Retracement gab, wenn es eine Pause gab oder so. Dann habe ich gedacht, warum soll ich hier nicht vielleicht versuchen oder probieren, einen Trailing Stop einzusetzen. Habe es getestet und ich habe gesehen, was nicht erstaunlich war, dass beim Drawdown alles wesentlich besser bekam, aber ich war erstaunt, dass sogar noch Net Profit genauso gut blieb. Also ich habe nicht viel beim Net Profit verloren mit kleinerem Drawdown, sondern kleineres Drawdown, aber auch ungefähr gleiches Net Profit. Also ich war sehr zufrieden und ich habe sofort die Systeme mit Trailing Stop angeschaltet. Also ich bin nicht stur. Wenn die Zahlen mir sagen, dass eine Sache gut funktioniert, dann traue ich meine Zahlen. Deswegen bin ich ein Algo-Trader. Aber da habe ich ein bisschen gedacht, Bitcoin, Trading Stop geht. Wann waren die ersten Trading-Systeme? Vielleicht in den 1980 oder so. Und wenn man darüber denkt, von jenen Jahren kamen die Systeme und kam die Wahrheit von Trading Stop zusammen mit anderen Exits. Aber in jenen Jahren waren die Märkte auch so volatil, nicht wie Bitcoin unbedingt, aber doch sehr volatil. Und in jenen Märkten machte es wohl Sinn, mit Trading Stop zu arbeiten. Genauso wie es heute bei mir mit den Systemen auf Bitcoin Sinn macht. Das heißt, unter jenen Bedingungen war ein Trailing Stop absolut geeignet. Also die Märkte waren gut zu handeln mit einem Trailing Stop. Aber dann, langsam, sind die Märkte ein bisschen anders geworden. Schnell, aber mit kürzeren Bewegungen. Und die Trades waren kürzer in Zeitlänge und so weiter. Und je
kürzer, desto schwieriger mit TrainingStop zu arbeiten. So schwieriger sogar, dass manchmal die Software nicht mehr gut genug sind, ohne Bugs zu schätzen, was wirklich die Einstellung von einem TrainingStop bringen könnte. Das habe ich, glaube ich, im anderen Video gesehen. Abonnieren Sie, dann wissen Sie, wenn ein Video kommt auf TrainingStop oder wenn es ein Video gab oder. Aber Sie müssen abonnieren, sonst schaffen wir das nicht mehr. Also, wie gesagt, jede Märkte, breite Bewegungen, große Retracement, TrainingStop war top. Dann langsam sind die Märkte so choppy, sagt man auf Englisch, so ein bisschen geworden und dort funktioniert mit TrainingStop nicht mehr. Die ganzen Systeme ändern sich ein bisschen, wir schauen für kürzere Bewegungen und mit einer kürzeren Bewegung macht TrainingStop keinen Sinn mehr. Doch wenn dann ein Markt, neuer Markt kommt, wie Bitcoin, mit großer Bewegung, alles was so, genau so seit 40 Jahren war, dann ist es wieder gut, mit TrainingStop zu arbeiten. Das heißt, niemals stur zu sein, immer untersuchen, was funktioniert und was nicht und wie es funktioniert, wie heißt, wie viel es eventuell verdient und wie viel es eventuell verliert. Verliert bedeutet Drawdown. Und dann schätzen Sie, das mag ich besser, nutzen Sie das. Ich habe TrainingStop nicht gerne, aber wenn ich gesehen habe, mit Zahlen, wie viel es auf meine Bitcoin-Systeme funktioniert hat, gebracht hat, dann habe ich das ruhig eingestellt und wie gesagt, habe ich Geld verloren. Die ersten paar Wochen Live-Trading sind furchtbar so weit, aber das kommt noch. Es gab diese Phase mehrmals und ich bin absolut begeistert, dass diese Systeme gut funktionieren werden. Das bedeutet, ich habe einen Plan, wie immer, und mein Plan ist im Moment ganz, ganz ruhig, obwohl ich total zufrieden bin, weil die ersten Ergebnisse waren nicht so gut. Aber ich kann vielleicht über diese Geschichte in einem anderen Video mal länger reden. Wie können Sie das wissen? Abonnieren Sie und Sie werden sofort die Nachricht bekommen. Es gibt ein neues Video auf Bitcoin-System von André Unger. Für die Zukunft. Das war's. Abonnieren Sie oder hier bei der Trading-Weltmeister-Seite können Sie mein Handbuch Erfolgreich handeln, so geht's, runterladen, total frei. Gibt es ein bisschen von meiner Erfahrung und es ist vielleicht interessant zu lesen. Ciao von der Unger, ciao bis nächstes Mal, ciao aus der sonnigen, heute Italien, ciao.